Hallo, liebe Freunde, mein Name ist Matthias Möller, ich bin der Coach in Augsburg und ich helfe Menschen, mit schwierigen Problemen zu Lösungen zu kommen. Und jeder von uns wünscht sich eigentlich Methoden, wenn es einem schlecht geht, wo man seinen Zustand verändern kann. Und das letzte Mal habe ich für akustische Menschen ein Modell angezeigt und diesmal etwas, was mehr visuelle Menschen ansprechen kann, nämlich ein visuelles Reframing. Reframing heißt, jemand hat ein Problem, man ändert sozusagen den Rahmen und mit diesem veränderten Rahmen gibt man dieses Problem eine neue Deutung, eine neue innere Erfahrung nach Möglichkeit, weil die Erfahrung ist es, die unser Verhalten verändert und die es uns dann auch ermöglicht, nach außen zu gehen und wieder handeln zu können und kreativ zu sein. Gutes Beispiel für ein Reframing, ein berühmtes Beispiel haben wir von Henry Ford. Henry Ford hat in den Aufbaujahren seiner Firma einen jungen Manager, wie man heute sagt. Und dieser junge Manager, der hat Fehlentscheidungen für einige hunderttausend Dollar getroffen und ist ganz klein zu Henry Ford gegangen, weil er gedacht hat, jetzt wird er zusammengeschissen und entlassen. Und Henry Ford sagte, ich bin doch nicht dumm, ich werde doch nicht jemanden, bei dem ich hunderttausende Dollar in die Ausbildung investiert habe, entlassen. Und es wird berichtet, dass dieser Manager dann sehr erfolgreich war und sehr aus seinen Erfahrungen gelernt hat. Oder ein anderes Reframing wird aus der Familientherapie, von der Begründerin der Familientherapie berichtet, Virginia Satir. Eine Familie sitzt vor ihr und alle sind verzweifelt, weil die Mutter einen zwanghaften Putzfimmel hat. Die Teppiche müssen in einer Linie ausgerichtet sein. Die Tischplatten müssen poliert sein. Der Boden muss blitzblank sein. Und das gibt ihr ein gutes Gefühl. Und Virginia sagt, ihr führt sie durch so eine schöne Erfahrung, wenn alles sauber, alles geputzt, alles schön ist. Und dann sagt sie zu der Frau, und das bedeutet, sie sind ganz alleine. Und in Zukunft hat denn sozusagen die Stapsen auf dem Teppich, wenn die Kissen mal zerknautscht waren für die Frau, dieses Reframing, die neue Erfahrung ermöglicht, dass geliebte Menschen um ihr sind, die nun mal auch nicht ihren Ordnungswahn, den sie zuvor hatte, erfüllt haben. Man hat es auch in diesen Fällen überprüft. Das ist eine Sache, die dann auch Bestand hatte, diese Intervention von Virginia Satir. Und so kann ein neuer Rahmen eben uns eine neue Erfahrung geben. Und dieses Modell wird buchstäblich jetzt in der gleichen Übung, die ich Ihnen jetzt vorstelle, vorgeführt, gezeigt. Und Sie können sich, wenn Sie wollen, auch auf meinen Text, den ich dazu beifüge, die Übungsanleitung auch schriftlich nochmal durchgehen. Das Erste ist, Sie brauchen natürlich ein Thema, ja, irgendwas, was Sie beschämt hat, was Sie aufgeregt hat. So eine Sache, die sich dafür bei mir eignet, ist, wenn ich den Schlüssel vergesse. Das kostet dann oft Geld, wenn man wenn niemand da ist, wo man den Schlüssel hinterlegt hat oder man hat ihn wo hinterlegt, aber man hat kein Smartphone oder Handy, um den anzurufen. Also wie dem auch sei, wenn so ein Missgeschick passiert, man hat Stress und dann geht man in einen negativen Zustand hinein, der an der Situation natürlich nichts verbessert. Man hat sozusagen die doppelte Strafe. Und da hilft es wirklich, wenn man sich solche Situationen einmal innerlich auch durchgeht und sie machen aus dieser Situation sozusagen einen kleinen Film, den Sie gewählt haben, und stellen sich diese Situation vor. Und dann nehmen Sie so das Bild, was mit der Emotion am meisten behaftet ist. Also ich stehe vor der Tür und ich merke, in meinen Taschen ist kein Schlüssel. Als Beispiel und das als Foto und dem gibt man dann einen Rahmen. Und Sie können dann probieren, welcher Rahmen verändert die innere Erfahrung schon. Ein Stahlrahmen, weil damit ist es abgeschlossen und eingeketzelt, oder ein spielerischer Rahmen oder ein bäuerlicher Holzrahmen,
probieren Sie aus verschiedene Rahmen, die sich dafür eignen, und dann können Sie das Bild auch noch kleiner machen. Sie können auch ein Schwarz-Weiß-Foto im Stil um 1900 machen oder ein mittelalterliches Bild oder aus einer Buchillustration einer mittelalterlichen ein Stich, ein Gemälde nach einem Maler, den Sie mögen oder weniger mögen, aber der das Gefühl verändert. Und manchmal werde ich an dieser Stelle gefragt, kann man das auch nutzen, um negative Gefühle zu verstärken? Machen Sie es nicht. Wozu soll das gut sein? Versuchen Sie wirklich, das Bild und den Rahmen so zu ändern, dass auch Ihre Gefühle sich verändern. Sie können das Bild dann auch an einer vorgestellten weißen Wand oder an einer wirklichen, die Sie vor sich haben, an den Rand rutschen, und dann denken Sie an etwas Schönes. Denken Sie zum Beispiel dran, wie Sie heute Mittag was Köstliches essen mit einem netten Kollegen oder einer netten Kollegin. Und da können Sie dann das Bild sogar vergrößern. Sie können sich vorstellen, wie Sie heute Abend zum Beispiel Freizeit gestalten, wenn Sie gerne in die Sauna gehen und sich massieren lassen, da können Sie ein Bild von machen. Sie können von Ihrem Lieblingsgericht ein Bild machen. Sie können sich bei einem Konzert, wo Sie hingehen, oder gemütlich vom Fernseher ein Bild machen. Alles, was Sie positiv anspricht. Und dann füllen Sie die Wand mit angenehmen Bildern und dann überprüfen Sie, wie diese Bilder und diese neue Wand sozusagen Ihren Gefühlszustand verändert hat. Und das können Sie ein paar Mal durchspielen. Es gibt viele Menschen, da hilft das, was wir im letzten Video mit akustischer Intervention hatten, besser. Bei manchen hilft diese Übung besser, bei manchen hilft beides gleich gut, und wenn Sie es öfters machen, werden Sie merken, Sie können sich in einen besseren Zustand oder einen besseren Habitus im Alltag hineinbewegen, und das hilft nicht nur besser mit Stress umzugehen, sondern in der Regel auch glücklicher, erfolgreicher durchs Leben zu gehen, weil gute Gefühle auch gute Situationen anziehen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg, ich wünsche Ihnen viel Spaß und bleiben Sie geistig lebendig. Bis zu meinem nächsten Video. Ihnen alles Gute, Ihr Matthias Möller.